denn ich habe keine Selbstsicherheit in Bezug auf irgendwas, aber ich habe Klarheit. Wenn du nur selbstsicher bist, wirst du durch das Leben stolpern. Du musst deine Selbstsicherheit auslöschen und Klarheit schaffen. Sadhguru, du wirst so verehrt und du wirst sehr geschätzt. Bekommst du da jemals Überlegenheitskomplexe? Gerade jetzt ja. Schau, die Frage dreht sich nicht um Überlegenheitskomplexe, Minderwertigkeitskomplexe, Armutskomplexe oder Wohlstandskomplexe. Dass du einen Komplex hast, ist ein ernstes Problem, nicht wahr? Egal welcher Art er ist. Was ein Komplex bedeutet, ist, du hast etwas über dich angenommen, und du hast diese Annahme so konkretisiert, dass du dich überall zum Narren machst, wo du hingehst. Sehe ich so aus? Hallo? Sehe ich aus, als würde ich mich bei euch zu einem verdammten Narren machen? Nein. Nein. Also kein Komplex. Irgendeine Art. Aber unsere Selbstsicherheit schwankt jeden Tag. Was sagst du also dazu? Weil ich keine Selbstsicherheit bei irgendetwas habe. Ich habe nur Klarheit. Die Menschen denken, ich habe Wissen. Nein, mein Kopf ist leer. Deswegen, um es ein bisschen substanziell aussehen zu lassen, habe ich einen Turban. Er ist immer absolut leer, aber ich habe Klarheit. Klarheit bedeutet was? Du siehst Dinge so, wie sie sind. Wissen bedeutet was? Du hast feststehende Informationen über alles. Wenn sich die Dinge geändert haben, wirst du sie nicht so sehen, wie sie sind. Das ist so gut wie blind sein. Schau, Menschen denken, dass Eulen blind sind. Das ist nicht wahr. Ihr Sehvermögen ist viel empfindlicher als unseres. Aber durch das Sonnenlicht werden sie geblendet, weil es zu viel ist. Wenn das Licht abnimmt, sieht sie sehr deutlich, nicht weil sie blind ist, sondern weil ihre Augen sehr empfindlich sind. Es ist also wichtig, dass du Klarheit in dein Leben bringst, nicht Wissen. Denn Wissen sind Schlussfolgerungen, die du ansammelst. Wissen ist in Ordnung, wenn du versuchst, etwas Physisches, Materielles in der Welt zu tun, aber nicht mit dem Leben. Ist es wahr, dass das, was du im Alter von 12 Jahren für absolut gehalten hast, heute nicht mehr wahr ist? Ja oder nein? Bist du sicher, dass das, was du jetzt für das Richtige hältst, auch noch in 3 Jahren das Richtige sein wird? Natürlich nicht. Du weißt das. Also weißt du, dass du falsch liegst? Ja oder nein? Ja. Du weißt also, dass du sowieso falsch liegst. Warum dann die falschen Dinge behaupten? Nun, im Moment liegen wir falsch. Lass es uns wenigstens mit ein wenig etwas bewusster angehen. Wenn du weißt, dass du falsch liegst, wirst du vorsichtig gehen, nicht wahr? Hallo? Aber wenn du denkst, dass du absolut richtig liegst, wirst du dumme Dinge tun und in der Welt herumstolpern. Wenn du weißt, dass du nicht richtig siehst, wirst du dann vorsichtig gehen oder nicht? Wenn ich dich bitten würde, durch einen dunklen Raum zu gehen, angenommen, wir machen alle Lichter aus und riegeln ihn ab, stockdunkel, wirst du dann plötzlich super aufmerksam und dir darüber bewusst, wie du gehst? Aber wenn das Licht an ist, gehst du einfach unbewusst, stößt mit jedem zusammen. Wenn du also lernst, jeden Moment so zu gehen, als gäbe es kein Licht, und du dir alles ganz genau ansiehst, was du dann klar siehst, dort gehst du hindurch. Was du nicht klar siehst, dort zögerst du. An manchen Orten legst du es ein bisschen darauf an. Aber wenn du dir nur selbstsicher bist, wirst du durch das Leben stolpern. Wir wissen nicht, in was du hineingeraten wirst und worin du dich verfangen wirst. Die meisten Menschen sind so verfangen in ihren Berufen, in ihren Familienverhältnissen, in ihren sozialen Umständen, dass sie alle so geworden sind. Ja, ich sehe das bereits. Nicht nur ältere Menschen, auch Jugendliche sind so geworden. Was wird am Ende meines Lebens mit mir geschehen? Was wird am Ende meines Lebens mit mir geschehen? Ich habe das Geheimnis schon gelüftet, du wirst sterben.
Aber Sadhguru, wenn dies passiert, was soll ich tun? Wenn das passiert, was soll ich tun? All diese Dinge werden geschehen. Es ist nicht so, dass alles in deinem Leben so geschieht, wie du es möchtest. Dinge werden so geschehen, wie es dir nicht gefällt. Es war einmal. Shankaran Pillai wurde von seinem Job gefeuert, nur weil er eine Frage stellte. Rauchen oder nicht rauchen? Wie kann man gefeuert werden, wenn man eine so einfache Frage stellt? Rauchen oder nicht rauchen? Fragte er. Und er wurde gefeuert. Weil er eigentlich fragen sollte, Einäscherung oder Beerdigung? Viele Male könnte, was du tust, während du denkst, ich liege richtig, irrelevant für die Situation sein, in der du existierst. Der wichtigste Aspekt in deinem Leben ist daher, dass du relevant bist. Nicht richtig. Du bist nur relevant. Für die bestehende Situation bist du relevant. Ich liege richtig, ich liege richtig, ich liege richtig. Das ist Selbstsicherheit. Dass du richtig liegst, interessiert keinen. All die Idioten, die denken, dass sie richtig liegen, niemand will ihnen zuhören, niemand will mit ihnen zusammen sein, nicht wahr? Menschen, die immer denken, ich liege richtig, willst du mit ihnen zusammen sein? Nein, das Wichtigste ist, dass du relevant bist für die Situation, in der du existierst. Wenn du Relevanz in dein Leben bringen willst, musst du deine Selbstsicherheit auslöschen und Klarheit schaffen. Um Klarheit zu entwickeln, gibt es viele Systeme. Schau, um deine Muskeln zu entwickeln, gibt es Systeme, nicht wahr? Auch um Klarheit zu entwickeln, gibt es viele Systeme. Leider stumpft unser Bildungssystem Klarheit auf so viele Arten ab. Einige der Forschungsstudien an den Universitäten zeigen, dass wenn ein Kind in den Kindergarten geht und 20 Jahre Bildung durchläuft, tut mir leid, ich sage, das ist eine Bildungseinrichtung, 20 Jahre Bildung durchläuft und dann, sagen wir, mit einem Doktortitel herauskommt, 70% seiner Intelligenz unwiderruflich zerstört ist. Du hast also einen sehr gebildeten Idioten. Was machst du damit? Nun, du kannst Leute beeindrucken, indem du mit Informationen um dich wirfst. Aber dieses ganze Spiel, Leute zu beeindrucken, mit diesen und jenen Informationen um dich zu werfen, wird alles aufhören, weil diese Google Lady besser ist als all diese Idioten. Hallo? Hallo? Du, es ist wirklich erstaunlich, ich reise einfach irgendwo hin. Sagen wir, ich fliege in die USA oder nach Afrika oder irgendwo hin. Ich frage nur, wie hoch ist die Temperatur am Morgen in Entebbe? In Entebbe. I'm landing there. Ich lande dort. Ohne mit der Wimper zu zucken, sagt sie mir in 2 Sekunden, es sind 14 Grad und am Nachmittag sind es 18 Grad, am Abend sind es wieder 12 Grad. By evening it's again 12 degrees centigrade. Wer könnte das jemals sagen? Hallo? Sie mag nicht vollkommen richtig liegen, aber sie ist nahe dran. Deswegen, Menschen, die einen Korb voller Informationen auf ihrem Kopf tragen und sich überlegen fühlen, ich möchte, dass ihr das versteht. In diesem Land und überall sonst auf der Welt wurde in der, nicht in der vorherigen, aber in der Generation davor, jemand, der ein Buch lesen konnte, als gottgleich angesehen, weil alle anderen Analphabeten waren. Und die Menschen waren erfolgreich, einfach weil sie die Gita oder die Bibel oder etwas anderes lesen können. Sie waren erfolgreich, einfach weil sie lesen können. Aber sobald jeder lesen kann, ignorieren wir diese Menschen komplett. Ja oder nein? Hallo? Hallo? Menschen, die Informationen mit sich herumtragen und sich überlegen fühlen, werden daher in den nächsten 15 bis 20 Jahren alle zu nichts gemacht werden. Sobald künstliche Intelligenz allgegenwärtig wird, wird Information nichts mehr bedeuten, weil sie überall verfügbar sein wird. Bis dahin musst du kompetent sein, etwas zu tun, das über Informationen hinausgeht. Deshalb bin ich bei euch.